Ja, hallo. Heute habe ich mitgebracht Bio-Kurkuma. Kurkuma ist ja eigentlich ein Gewürz, damit es Soßen gelb macht, Gerichte gelb macht, Reis gelb macht. So, gucken wir mal, wie es schmeckt. Ich esse es nun heute mal roh. Mit einer Schale drin. Raus damit. Hier sind noch Rezepte drin, was man damit am besten macht. So, wie sieht's aus? Sehen aus wie getrocknete Regenwürmer. Hier sprießt sie schon aus, dass ich die behalte ich mal, die pflanze ich ein. Kann man Kurkuma anbauen. So, wir wollen ja eh nicht alles essen. Ich lege das mal an die Seite. Also wie gesagt, sehen aus wie kleine Regenwürmer oder dicke Regenwürmer, so dick wie mein kleiner Finger. Habe ich hier ein Messer. Schneid mal an. Guck mal, sieht aus wie eine Karotte. Schneid mir nochmal eine Scheibe dabei ab. So, mit dem Finger schneiden. Sieht immer noch aus wie eine Karotte. Probier es. Nein, wir riechen erstmal dran. Sehr intensiv, leicht süßlich. Fast wie eine Orange riecht es. Ich beiße es mal rein. Im ersten Moment süß. Im zweiten Moment eklig. Ja. Ja, das ist ein bisschen scharf. Das ist wie Konsistenz ist ganz komisch, wie Babybrei. Ich denke mal, man muss wirklich trocknen. Das Gewürz ist bestimmt nicht schlecht. Also sehr so hinten so rein. Vielleicht kann man es ja auch so abschärfen, ja. Wenn man hier das Teil nimmt hier zum Abschärfen, wirkt es wie eine Karotte. Und wenn man jetzt hier diese kleinen Dinger nimmt und isst, naja, also schmecken tut das so nicht. Es ist wohl doch nur ein Gewürz, was man trocknet. Ja, ich werde es mal anpflanzen. Vielleicht gibt es ja noch einen schönen Busch, Baum, keine Ahnung. Also es kommt hinten raus. Es schmeckt sehr gesund. Es schmeckt so, als wenn ich in den Gewürzkasten reinrieche. Ich könnte mir das schon vorstellen, beim Braten mit reingeworfen. So als Beigeschmack gar nicht mal schlecht. Interessanter Geschmack. Ich meine, zum Essen ist es wahrscheinlich nicht so gedacht wie jetzt, aber naja, gut. Also wie gesagt, wie kleine Karotten. Muss man nicht probieren. Ich werde es mal trocknen und dann zum Kochen nutzen. So, das war's heute schon. Tschüss.